So, Hallihallöchen, Hans bitte hier. Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ich wollte gerade die wertlosen Gegenstände hier noch verkaufen. Übrigens, das Titanenschwert hat genau denselben Klingenschaden. Ist allerdings ein Bastardschwert im Vergleich zum Berserker-Schwert. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das gefunden haben. Ja, ist mir gerade so aufgefallen und es benötigt 5 Stärke weniger. So, der nette Alvaro hat hier noch einen richtig schönen Schild für uns, der überall Verteidigungswerte plus 10 gibt, während unser... Ja, Schild nur plus 6 gibt, das heißt, den verkaufen wir auch gleich mit. Und ja, den kaufen wir noch kurz, den Schild. Dass wir noch robuster sind. Und die alte Rüstung können wir auch verkaufen. Moment. Zeig mir, was du hast und tschüss. So. 150. Wow. Okay, also mittlerweile können die Aschebestien auch nichts mehr machen. So, wir haben 2 Quests nur noch offen. Moment, alles. Ja, genau. Teleportsteine. Ja. Unwichtig. Finde die Teile der Titanenrüstung. Das machen wir. Und zwar fangen wir an. Ich glaube, beim Priestergrab da bei der Festung. So, wo haben wir es denn? Hafenstadt, Banditenlager, Vulkanfestung. Dass wir hier schon mal, genau, dass wir das erkunden. Also unsere letzte Aufgabe wird es nur noch sein, die 5 Gräber zu erkunden, dann die Titanrüstung zusammenzustellen. Ach du Scheiße, sieht der Schild geil aus. Den kenne ich gar nicht. Und dann, ja genau, dann haben wir noch mehr Rüstungswerte. Und dann ist einfach nur noch der Endboss dran. So, irgendwie ist auf dem Schild... Ach genau, mit Carlos haben wir ja gesprochen. Haben wir? Ja, genau. Auf dem Schild, das sieht aus wie so Grabbotten als Flügel. Ich habe mit Carlos über Mendoza gesprochen. Dann kennt er also seine Aufgabe und weiß jetzt, was zu tun ist. Sehr gut. Okay. Einfach kurz. Er startet nicht mal irgendwas dafür bekommen. Wir aktivieren mal Eile. Ja, yeah, Speedrun! Ach, durchrushen. Ich glaube, nee, die Teleportsteine suchen wir echt nicht. Die lohnen sich nicht. So. Also, ich glaube, wir werden innerhalb der nächsten 7 Parts fertig. Ich weiß gar nicht, wie lange die Ruinen brauchen. Von der Dauer. Ich glaube, die sind schon noch so ein bisschen größer. Oh, und das Springen wird toll. So, jetzt haben wir hier erstmal 2 Echsen. Warte, erstmal kurz gucken. Oh, nee, 3 sogar. Erstmal gucken, wie viel Schaden macht denn. Jawohl! So, was haben wir? 106 als Geschicklichkeitswert. Ja, das ist ganz okay. So, hi! Welche Stufe haben wir denn eigentlich auf Armbrust? Ey, ist schon wieder eine Woche her, da vergisst man gern Zeug. Oh, Eile ist abgeklungen. Stufe 5. Ja, guck mal hier. Peng! Gleich wieder aufgeladen und dann machst du nochmal Peng. Dann stirbst du. Ach komm, in Nahkampf. Aua. Oh, wie wenig Schaden die machen. Alter, ist das krass. Oh ja. Also mittlerweile machen selbst Aschebestien extrem wenig Schaden. Na. Ja gut, wir machen auch keinen Schaden, weil wir treffen einfach nicht. Halt's Maul. Hau doch ab. Aua. Hau ab. Danke. Also sie machen zwar wenig Schaden, treffen uns aber trotzdem dennoch oft, weil ich bin zu blöd zum Kämpfen. Ja, wir haben ja mittlerweile über 170 Heiltränke. Da sollte es trotzdem hinzukriegen sein. 173 und dann noch rechts diese komischen Pfanne. Ja, das reicht. So. Ich bin voll dämlich. Hier war doch... Na, wo laufe ich denn? Der Tempel ist da unten. Gott, bin ich dämlich. Soll ich nochmal Eile aktivieren? Nee. Das laufen wir so, das Stückchen. Aber wir sammeln noch ein paar Pflanzen ein, die wir zwar eh nicht brauchen. Haben wir die Truhe schon mal geöffnet? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir gehen ganz entspannt darunter. Mal schauen, ob hier Gegner gerespawnt sind, so... Von den Wölfen oder von den Keilern, ob da vielleicht wieder jemand lebt, den wir mit der Armbrust schnell wegschießen können. Nee.
Nö. Okay. So. Hier oben ist... Ah, guck mal, da haben wir nochmal Echsenkrieger. Wir stürzen uns gleich in den Nahkampf. Die haben wahrscheinlich nochmal einen Teleportstein. Oh! Oh, es sind viele. Hallo! Hallo! Oh, 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 oh! Okay, 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 okay. Ihr macht Schaden. Anführer. Ihr habt einen Anführer. Moment, Moment, Moment. Aua! Oh, wie er gleich bemerkt hat, dass wir angreifen. Oh, der hält was aus. Okay, der Anführer ist tough. Die Elite-Krieger sind auch noch tough. Ich sehe meine Aussage zurück. Wir nehmen doch noch Schaden. Aua! Komm! Verreck! Verdammt, warum erhalten die Anführer der Echsenkrieger? Okay, neue Quest. Wir laufen mal so ein bisschen runter. Ich glaube, die Elite-Krieger machen auch so viel Schaden wie ein Anführer. Na? Hey, oh, hör doch auf zu blocken. Komm, den haben wir so safe gerade angegriffen. So, lass mich. In Ruhe. Die geben auch Fetterfahrung. Oh, der rollt nach da hinten. Die geben auch Fetterfahrung. Und Fleisch. Gut. Ignorieren wir den Leichnam da hinten. Anführer hat auch nur Fleisch. Ja, wir brauchen eigentlich gar nichts mehr zu sammeln. Wir haben alles. Ist halt immer noch verlockend. So von Rollenspielen, dass man automatisch alles mitnimmt. Genau, der hat den Teleportstein. Das wäre schon mal der 10. Gib uns hier noch die Waffe. Eine Panzergrille. Ich speichere mal trotzdem zur Sicherheit. So. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert und es haut uns dann doch weg. So, hi! Mit 2 Schlägen. Wow. Okay, Stärke 115 lohnt sich. Haben wir eigentlich noch irgendwas an Ogerwurz? 3 Ogerwurzeln hätten wir noch. Und da haben wir Skorpione. Wie ich es, glaube ich, schon mal gesagt habe. Dass hier Skorpione sind. Oder irgendwie sowas, habe ich gesagt. 2 Stück. Na, klasse. So, hi. Oh, die halten ja auch nicht mehr als 3 Schläge aus. Hallo, aua. Okay, wenn wir die treffen würden. So, was, die geben nur 200? Ist aber sehr mager. Na, gib uns die Mana-Pflanze. Minz. Egal. Du auch noch. Hallöchen. Aua. Hör auf, mit deinem blöden Stachel hier nach uns zu pieksen. Hui. So, jetzt wird's ganz lustig mit den Springen. Und so. Bei den oh, das war, glaube ich, eine ziemlich blöde... Nee, wir kommen hier raus. Entscheidung. Und hier hat's nichts. So. Ja, jetzt kommen noch Ruinen mit Fallen. Genau, hier sehen wir eine. Wo haben wir unseren Telekinese-Zauberspruch? Hebel, weil sonst würde hier ein fetter Steinklotz auf uns runterfallen. Ah, und noch mehr Echsen. Elite-Krieger. Aua. Die Schaden machen. Hau ab. Ja. Huck hier an. Oh, Eier. Und da hinten ist noch eine Aschebestie. Hat die uns bemerkt? Nee. Doch. Nein. 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 Die kommt so langsam auf uns zu. Ach so, die bemerkt die Leichen wahrscheinlich. Wie viel Schaden machen wir ihr denn mit der... Ja, die will die Leichen. Ping. So. Oh, der jumpt gleich. Aua. Aber die machen echt kaum Schaden. Wow. So. Hi und tschüss. Ja, das Schlimmste sind jetzt echt nur noch die Anführer und Echsenmenschen. So, hier noch alles mitnehmen. Was gibt's denn da hinten noch? Also rechts ist dann das Teil der Titanenrüstung. Klar, weil da ist diese... Barriere, die wir jetzt auflösen können. Ah, oh, da ist oben irgendwas. Ich will da schon hin, aber es geht einfach nicht. Das ist traurig. Also, warte, wo haben wir denn den Barrieren? Schloss öffnen, magische Barriere. Magisches Kraftfeld? Das ist wahrscheinlich die Barriere. Ha, bam! Ja. Die Barriere. Oh toll, hier rauskommen wird lustig. Dieser Stein sieht brüchig aus. Brüchig aus. Klunk, klunk, klunk. Gegner? Was? Kein Empfangskomitee?
Mana-Wurzel. Oh. Moment. Ha, ihr seht's da oben. Da ist die Priesterbürste. Also auch hier in den ganzen Ruinen müssen wir wieder so Gegenstände finden und dann auf die Sockel setzen. Jetzt speichere ich mal. Weil wir kommen wieder zum Kletterpart. So, hoch. Okay, Steinplatte. Was steht da? Hier steht etwas. Krass. 186 Wissen. Mana-Pilze. So, wir sind eine Ebene höher. Das heißt, nochmal speichern. Und... ja. Und das ist so schmerzhaft mit den Sprüngen. Ich will das Spiel jetzt nur noch zu Ende bringen. Die Sprünge zerstören echt die ganze Atmosphäre und so. Können wir hier nochmal hochschauen? Oh, danke. So, Priesterbürste. Büste. So, und weiter. Ah, guck mal, die Ruinenstruktur kennen wir auch. Da haben wir den... oder kennen wir die? War das nicht die, wo wir den alten... Nee. Den Eldrick haben wir aus einer Ruine befreit. Genau so sah das hier auch aus. So, Sarkophag und wir kriegen das erste Teil der Titanenrüstung. Rüstungsteil. Goldwert 100. Wow. Und den Titanenstab. Hiebwaffenschaden 70. Also als Magier ganz, ganz wichtig. Erfahrung nochmal 1000. Ach, du Scheiße. Ah. Okay, damit hätten wir das erste Teil. Gehen wir als nächstes da hinten. Gehen wir als nächstes zum Banditenlager. Banditenlager? Gibt's noch irgendwo Westküste oder so? Nee, da müssen wir ins Banditenlager. Also, erste Ruine, Kinderspiel. War, glaube ich, auch die allerkürzeste Ruine. Die sind allgemein gar nicht so groß. Komm, wir schlafen noch einmal. Ein letztes Mal in unserem Bettchen. Dass Mendoza einen Tag mehr Zeit hat, um gegen den Titan zu kämpfen. So, da kämpfen wir jetzt auch schon mittlerweile 48 Stunden am Stück gegen den. Das ist eine Leistung. Ah, sieh mal an. Unser Held. Was willst du denn diesmal? Handel mit mir. Hast du noch irgendwas Cooles? Nee. So eine fette Äxte. Die Waffenschaden 96. Nee. Du hast nix. Können wir noch irgendwelche coolen Ringe schmieden? Pass auf, was du anfasst. Feuer. Amulett der Antimagie. Oh, das gibt viel Magieverteidigungswert, aber die Gegner haben ja eh keine Magie. Den Ring haben wir. Maximale Lebensenergie, Stärke. Amulett des Magiers, der gibt... ach du Scheiße. Auf alle drei magischen Teile plus 2. Das ist krass. Was willst du hier? Okay. Nee, aber ansonsten nichts. Bleib wachsam. Ich bin immer wachsam. Gehen wir in die Ruine des Dons. Wo wir nochmal hochklettern dürfen. Hurra! Der Don ist auch nicht mehr da. Aber wir sind jetzt cooler Hauptmann. Oh, was sagt eigentlich Fincher dazu, dass wir ihn abgelöst haben? Fincher? Nö, der kann mich nur eventuell im Kampf unterrichten. Schade. Alles in Ordnung bei dir? Hast du noch was zu sagen, Comic? Ich hörte, du hättest dem Don die Stadt zurückerobert, ohne großes Blutvergießen anzurichten. Das ist gut. Als ich dich das erste Mal sah, zweifelte ich an deiner Vernunft. Doch heute bin ich froh, dass ich mich geirrt habe. Ja, täusch dich mal nicht so. Zeig mir deine Ware. Inferno. Oh, was? Das kostet nur 100? Wir haben das Geld. Wir kaufen mal alle Eile-Runen. Berserker. Wir haben das Geld. Ich weiß nicht, wofür wir es sonst ausgeben sollen. Komm, wir nehmen mal die. Ein paar Schriftrollen. Haben wir noch ein bisschen Eile und Berserker. So, jetzt wird es lustig, hier hochzuklettern. Von der Seite. Ja. Nö. Das wird nix. Hm.
Nee, ich habe ja eh gesagt, wir machen die Parts lieber ein bisschen kürzer. Ich mache jetzt offscreen einfach, versuche ich da hochzukommen. Wir sehen uns dann im nächsten Part an der versiegelten Tür da drüben wieder. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.